Hachi, hallo an. Hallo, Gesundheit. Danke. So, geht gleich los hier mit der Ernte. Geht gleich los. Keine Zeit zu So verlieren. ist. Katze ist erkältet. Katze ist erkältet. Katze hat sich auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt die schöne Schnodderitis an ihrem Glühweinbecher wahrscheinlich zugezogen. Kann mir nicht passieren, ich hatte die schon. Ich hab sie immer. Du hast sie im Plot-Twist. Kann das sein, dass wir letztes Mal noch einen Fischteich bauen wollten? Möglich. Weil ich habe noch die ganzen Materialien bei mir im Inventar. Klingt verdächtig, ja. Ich habe lauter seltsame Sachen im Inventar. Ja, jetzt ist schon drittes Adventwochenende. Die Zeit Gras. rast rasant. Ich hoffe, ihr habt alle eure Weihnachtseinkäufe schon erledigt. Ich nicht. Ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Wobei, eigentlich habe ich schon für jeden irgendwas, aber Ja, so ein bisschen, aber ich bin noch nicht für meinen so Bruder brauche ich zufrieden. noch irgendwas anderes. Ja, für meine Schwester brauche ich auch noch. Ich weiß nicht, was ich ihren Kindern holen soll. Oh, ein bisschen. Ach, den Wein haben wir hier. Muss ich schon wieder komplett umstellen. Ja, gerade noch das andere Immer auf Stardew zwei. Valley gespielt. Ja, immer noch auf zwei verschiedenen Farmen. Ja. Gestern. Gestern auch mal wieder eine längere Session gespielt. Session. Das ist schon mit den neuen WhatsApp-Emojis. Ja, die hast du ja uns gezeigt. Und dann habe ich sie erstmal den anderen Eingeschickt. gezeigt und dann ging es los. Aber viele waren auch schon alt, die da gepostet wurden. Was? Ja, einige gab es schon. Das glaube ich nicht. Doch. Kann ich jetzt schlecht nachweisen, aber ja. Aber Hauptsache, es gibt jetzt einen Otter, das ist alles, was ich brauche. Und ein Flamingo. Ja. Und ein Orang-Utan. Ja, Gott sei Dank, ey. Wie oft wollte ich schon das Orang-Utan-Emoji schicken und dann war es nicht da. Oder den. Die Beinprothese. Ja, genau. Und die Armprothese. Das Wer kennt es nicht? Faultier. So, Zwei ne? verschiedene Hunde. Hier, wie heißt das? Wie heißen denn die Hunde, die dann, also so Blindenhunde oder so? Ach so, ja, so ein, ja, Blindenhund hätte ich jetzt Ja. gesagt, oder so Leithunde oder Führhunde oder irgendwie so. Ja. Ist auch wichtig, dass es da zwei verschiedene gibt. Ich baue jetzt mal den Fischteich hier unten einfach mal pauschal hin. Ah, da kann ich den hinbauen. Mist. Wohin dahin? So, genau da. Fantastisch. Warte mal, ich hab doch gar nicht hier noch irgendwie. Stimmt, die mochten doch. Das Zeug hier. Geschenke. Oh, ah, nein, bleib da, Demetrius. Nein! Ich wollte dir doch was schenken. Wer läuft denn weg, wenn es Geschenke gibt? Also ehrlich. Ja, Demetrius, weil ich hier in dem Weg stand, scheinbar. Mein Gott. Der dachte, lass mich durch. Wenigst. Nee, nix. Nee, nix. Nix Geschenke. So, die Weihnachtstermine mit meiner Family sind jetzt auch endlich geklärt. Eingetütet. Ja, wobei ich wahrscheinlich meine Schwester jetzt gar nicht sehen werde zu Weihnachten, weil die alle Weihnachtsfeiertage komplett Action haben und dann froh sind, wenn es mal fertig ist und ich dann eher zwischen den Jahren zu meinen Eltern fahre. Müssen wir mal schauen. Sonst müssen wir uns im neuen Jahr wieder treffen. Oh. Es ist Mittwoch, meine Duden. Und wo ist Harvey? Ich in seiner Praxis. Hallo, Caroline. Wo ist denn Harvey? Der muss doch arbeiten. Dachte ich. Nö. Mittwochnachmittag, ja, Arztpraxen haben zu. Scheinbar. Obwohl, stimmt, Mittwoch ist doch Ärztesonntag. Freitag auch. Eigentlich immer. Ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, also hier ist das jetzt nicht mehr so schlimm, aber meine Hausärztin, die ich damals hatte, als ich noch in Worms gewohnt habe, die hatte echt immer nur zu so ganz seltenen Zeiten auf. Also ich meine, ich weiß, dass das alles
bei Hausärzten tatsächlich schwierig ist, dass sich die Patienten finanziell lohnen. Aber da musstest du schon Glück haben, dass du den Termin hinkriegst, wenn du krank warst. Shit. Sie sind alle nicht da, Katze. I'm Alle so sorry. nicht zu Hause, wo sie sein sollen. Weder Lea noch Harvey. Alle wild in der Stadt irgendwo verstreut. Dabei will ich die doch nur beglücken. Aber vielleicht sind die in der Dings, im Gemeinschaftszentrum. Hier, warte mal, wer ist das? Ich kenne das immer nicht, ist das hier Harvey? Ja, Harvey Harvey ist steht da am mit Fluss. An der der. Brücke Wo? runter zum Strand. Ja, okay, der Fluss war jetzt nicht sehr präzise. An der Brücke, die Also zum in der Strand Stadt führt. unten. Ja. Ah. Ich halte ihn Ja gut, dann auf. reite ich da mal hin. Ich Ja, halte ihn der auf. geht irgendwann wütend durch dich durch. Nicht sei, ich habe das Pferd dabei, ich stelle mich quer. So. Kann er auch durchtunneln. Ja, ich Was? bin gleich da. Didit, 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 didit. Da ist Ach er. da. Hallo. Dankeschön. Vergiss nicht, wo du dein Pferd geparkt hast. Hinterm Busch. So, jetzt sind wir nur noch Lea. Aber die könnte vielleicht auch am Strand sein oder so. Guck mal kurz. Müssen wir noch irgendwas erledigen heute? Ich glaube nicht. Hoffest war erst, ne? Ja, dieses hier Erntedankgedöns, ja. Ich muss noch Felder sind geerntet. 10 Rüben in den Kühlschrank von Bürgermeister Lewis legen, habe ich ganz vergessen. Haben wir noch Rüben? Ich weiß nicht, was meinen die für Rüben? Karotten? Die mit Zuckerrüben sind das, glaube ich. Zuckerrüben. Drei Salmonen fangen. Habe ich keine Lust drauf. Salmone. Salmonellen. So, wo könnte denn Lea sein? Ist sie hier vielleicht im Gemeindezentrum? Hier brennt wieder der Kamin und keiner ist drinne. Ganz schön gefährlich. Kohlenmonoxidvergiftung und so. Nö, hier ist auch keiner. Entschuldigung. Aber ich nervt das so, dass ich jetzt wieder erkältet bin. Vor allem ist es schon so schlimm, dass es besser wäre, im Bett zu sein, aber nicht schlimm genug, dass ich sage, da lasse ich mich jetzt krank schreiben. Und dann müssen wir auch noch, also wenn ihr das hier seht, bin ich Gott sei Dank schon wieder zu Hause, aber dann haben wir ja diese Woche unsere blöde Tagung in Berlin, an der ich auch noch eine Stunde Bespaßung machen muss. Also der Zeitpunkt ist wieder fantastisch. Spaß. Sas. Das Penny. Toll, ist ja abgeschlossen. Ach, keine Ahnung, wo Lea ist. Ist mir jetzt auch egal. Kann mich mal. Wenn die nicht will, dann hat sie halt schon. Ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal, dass Penny die Kinder nach Hause bringt. Ort, das habe ich schon mal gesehen. Sehr vorbildlich. Upsa. Worauf ich noch gar nicht geachtet habe, ist, wird es eigentlich in Stardew Valley auch dann zu unterschiedlichen Zeiten dunkel, je nach Jahreszeit? Nee, ich glaube, es wird immer um 6 Uhr dunkel. So. Glaube ich, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Hallo Galle. Ey, nicht wegrennen. Alle rennen so vor dir weg heute. So, hier ist alles geerntet. Ich habe gerade irgendwie Paranoia, dass ich irgendwas vergessen hätte hier. Wir können doch nicht so wenig zu tun haben. Geht doch nicht. Die Tiere schlafen auch alle schon fein. Warum liegen hier denn keinerlei Trüffel? Was ist das denn für eine Vielleicht waren sie Arbeitsmoral? unzufrieden heute? Irgendwie nicht zu essen gekriegt? Sind sie nicht rausgegangen? Auch? Das sind die einzigen Gründe. Einzigen, nicht einzigst. Aber das eine Gatter ist tatsächlich noch zu. Habe ich das nicht aufgemacht? Habe ich nicht die Schweine rausgelassen? Oh, Also zwei oh. Schweine hätten draußen sein müssen, auf jeden Fall aus dem anderen Stall.
Das sind vielleicht noch die neuen Schweine, die Nee, Frischlinge. das sind die allerältesten Schweine. Ach, jetzt, weil ich war noch nicht im Gewächshaus. Ups. Ach Mensch, das tut mir jetzt leid, wenn ich die Schweinis nicht rausgelassen habe. Wir haben es auf Video. Scheiße. Hetzen sie mir die Peter auf den Hals. Quack, quack. Wurdest du angequakt? Ich dachte, er hätte das gerade bei dir gehört, das durch dein Nö. Mikrofon, dass du angequakt wurdest. Ich habe nichts quaken gehört. Und wie war jetzt dein weißes Tee-Erlebnis? Sehr gut. War ein sehr Hast du guter ihn Tee. jetzt noch Der zweite Aufguss war, aufgehoben? ja, also für Also. ein zweites Mal habe ich ihn heute noch benutzt, fand ich ihn auch besser. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich zuerst schon die Tasse gefüllt und es abkühlen lassen und dann das Teesieb rein. Ich glaube, es ist besser, wenn man ihn übergießt. Dann geht doch noch ein bisschen mehr. Also der zweite war ein bisschen kräftiger, sag ich mal. Er war sehr fein, sehr fein. Das war schön. Da haben wir ja nicht. Ach so, jetzt weiß ich auch, das habe ich letztens mal hier, glaube ich, einfach reingeschmissen, den Käse, weil ich ja irgendwie schnell den Kram ins. Du schmeißt mit Käse. Verkaufe jetzt hier einfach mal ein bisschen was. Den ganzen Mist, den wir zu viel von haben. Was ist los? Lauter Sachen für die Kiste, aber die passen da nicht mehr rein. Ah. Ja. In der Tat. Ich pack das jetzt in die Frühlingskiste. Who you gonna call? Apropos, ist heute ein neuer Trailer rausgekommen für Ghostbusters 2020. Okay, das wusste ich nicht, aber das ist jetzt natürlich ein witziger Zufall. Aber es Wieder ist mit den irgendwie, nein, Tanten. nein, nein, es ist irgendwie scheinbar eine komplette Neuauflage. Es sah für mich aus wie Stranger Things meets Ghostbusters. Klingt per se Irgendwie, nicht so schlecht. es geht irgendwie darum, dass es halt, wie gesagt, zur echten Zeit spielt, also zur jetzigen Zeit spielt. Und sozusagen die Ghostbuster-Filme von damals echte Lore sind. Also, keine Ahnung, vor 30 Jahren war halt, gab es halt diese Vorfälle in New Okay. York und so weiter und so fort. Oh, was passiert jetzt? Ah, die komische Senffee kommt an. Was macht die jetzt? Ich sehe noch keine Fee. Hast du nur du die Fee? Ich weiß es nicht. Also bei mir kommt gerade so eine Fee angeflogen und strüht übers Feld rüber. Über unsere Kürbissamen. Naja, ja, irgendwie so eine Kleinstadt im Mittleren Westen, wo so eine Familie gerade neu hingezogen ist und da ist irgendwie, kommen immer solche paranormalen Vorfälle, dass die Erde ständig bebt oder wie auch immer. Und ja, es geht halt mehr oder weniger um so eine Gruppe von Teenagern, die dann halt diesen Geheimnis auf der Spur sind, warum die Stadt so komische Vorfälle sind. Da spielt dann halt als Lehrer von denen spielt noch ein. Er spielt hier Ant-Man mit. Hier, wie heißt er Oh, schon cool. wieder? Ja. Tony Rudd oder sowas? Nee, irgendwie. Ja, Irgendwas mit Rudd. Rudd stimmt. Paul Rudd, oder? Ne? Ja, genau. Der ist ja schon Der spielt da. 50 oder was, ne? Der spielt da auch mit und spielt sozusagen den lustigen Physiklehrer oder sowas, keine Ahnung, der Das ist auf der okay. Seite der Kinder ist. Und der eine Hauptcharakter ist der eine von Stranger Things hier, der Brillo. Ah, nee, ist gar nicht Stranger Things, das ist der von. Oder? Verwechsel ich jetzt gerade? Der mit der Brille von S auch. Ach so, ja, das war, glaube ich, nicht der von Stranger Things, aber der andere von Stranger Things hat da mitgespielt, ja. Und ja, also die Gruppe der Kinder ist, also ich glaube, es ist scheinbar, also der Typ aus von S, der mit der Brille, dann dessen Schwester sozusagen im Film und dann noch angeblich noch ein anderes Mädel und ein anderer Junge. Okay. Wenn ich das richtig interpretiert habe.
Aber die alten Ghostbuster-Schauspieler sollen wohl auch mitspielen und als Cameo auftreten. Oh, das Und sie klingt finden halt eigentlich ganz irgendwie aus cool. irgendeinem Grund irgendwie die ganzen, das ganze Equipment von den Leuten da, also von den ehemaligen Ghostbusters in dieser Stadt. Geister hat man jetzt noch keine gesehen. Sie wurden nur immer so angeteased, so von wegen, oh, da ist irgendetwas Bedrohliches, was die Kinder angreift, aber man hat nichts gesehen. Ja, so mutige Kinder sind ja sehr in im Moment. Ja. Und ja, mal gucken. Also sah jetzt nicht komplett scheiße aus. Das ist ja schon mal ein Ja. Schritt in die richtige Richtung. Weiß nicht, wie ja, relevant der weibliche Ghostbusters-Film von vor 3 Jahren ist Ja, mich gar nicht, ey. oder 4 Jahren, ich weiß es nicht. Schrecklich, ey, wenn sogar Chris Hemsworth in dem Film unlustig ist. Na toll, jetzt heute kann ich die Schweine auch nicht rauslassen. Das bricht mir jetzt mein Dein Schweineherz. Schweineherz. Es fährt gerade ein Zug durch das Sterntautal. Könnten wir gleich mal hinfahren. Haben wir das schon mal jemals gemacht? Ich habe das fast immer versucht, aber nicht immer was Okay. gekriegt. Aber ich kann mal hinreiten. Irgendein Trailer soll jetzt letztens auch nochmal gedroppt. Weiß ich nicht. War Star Wars? Nee, Star Wars kommt ja eh Ja, wow, hier schon. fallen ganz viele Sachen vom Zug. Ich dachte, Mein der hatte Gott. vor sich über Star Wars. Hab mich schon Nee. gerade so ein bisschen gewundert, so, Oh what? ja. Noch ein richtig schlechter Film, der meine Kindheit nachträglich vernichtet. Oh, der Zug ist schon vorbei. Hat der Nee. hier am Ende in den letzten Waggon Bohnen drin oder was ist das? Keine Ahnung, aber der hatte Geoden und Eisenerz und Nice. so. Alles eingesammelt. So ein ganzer Waggon voller Bohnen. Und der Bohnenzug. So, Partnernamen ist gesichert. Was war denn das für ein Trailer, den ich noch gesehen habe? Oh, hier sind Würmer. Hallo Würmer, was ist das denn? Haben wir es schon abgegeben? Ja. Prähistorische Handaxt. So. Ich muss mir noch ein Tier einschicken. Oh. Ich habe mir jetzt einfach den guten Morgentee gemacht. Was? Fuck the Baba. police. Wirst wohl die ganze Nacht wach sein. Der ist auch mit Mate scheinbar. Ich weiß Ach, um nicht. Gottes Ich Willen. hab den noch nie getrunken. Der war neu unverpackt. Irgendwie habe ich ihn noch nicht. Habe ich mir, glaube ich, vor 3 Monaten oder so was gekauft und Ich noch habe nicht aufgemacht gehabt. heute Abend Essen gemacht und wollte eigentlich zu den Nudeln eine Soße machen aus. Also, wir hatten noch so Suppentütchen, so eine Brokkoli-Cremesuppe. Wollte ich als Soße dann anrühren und habe dann aber Ja. gesehen, dass die seit Januar 2018 abgelaufen Oh. war. Ups. Wo hast du die denn wieder gefunden? Beim Aufräumen jetzt letztens. Ja, ich hab's mich jetzt nicht getraut. Ist dann doch ein wenig zu lange. Katze hat nämlich, als ich jetzt das Wochenende da war, erstmal einen Schreibtischschrank leer geräumt. Alles Ja. Mögliche ausgemistet. Noch Nach alte Lisa Bücher Kondo und gemacht. ja. Lisa Und dabei Kondo? hat sie Marie Kondo. Marie Kondo, wie auch immer. Ja, das ging ja auch noch weiter, du. Du hast ja keine Und Ahnung. dabei hat sie auch die Suppe gefunden, scheinbar. Oh. So, ich habe einen Auftrag. Ich soll 6 Schleime töten. Rote Das Schleime. klingt machbar. Weiß noch nicht gerade, wo die spawnen. Ich glaube, ziemlich weit unten in der Mine, ne? Ja. Muss mal Ich glaube gucken, so dann Ebenen 90 oder so. die Gegend müsste dann auch schon so rot aussehen, da wo die sind. Ja, ich glaube, es Oh, ist hier schon oh. gut. Ja, hier ist doch schon. Ist das rot oder ist das rosa? Ich kann es dir nicht Irgendwie. sagen. Für mich eher rosa-violett aus. Na, zählt das? Er hat gezählt. Ah, ich habe ja auch noch so ein paar Mineralien jetzt aus den Geoden, aber die verkaufen wir, oder? Also es ist Kalkstein, Köhlestin und Schlammstein. Ja, wenn wir die schon abgegeben haben, brauchen wir die ja nicht. Ja.
Wenig. Weg damit. So, wo sind die Schleime, wenn man sie mal braucht hier? Am Schlafen. Toll, eine Ebene ohne Gegner, ohne alles hier. Was ist das denn? Fledermäuse, Shadowmans hier, komische Helmboys, aber keine Schleime. Muss hier vielleicht doch noch tiefer, ich weiß es, oder waren die sogar noch ein bisschen... Ja, nee, die sind schon hier, aber das ist irgendwie nicht häufig genug vertreten. Irgendeinem Grund. Oh, ich hätte auch gerne mal wieder ein richtig schönes Gewitter. Hatten wir dieses Jahr fast gar nicht, ne? Auch im Sommer oder so? Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber jetzt im Sommer, im Winter ist es ja auch nicht mehr so geil. Ich finde, Sommer ist das schon noch am coolsten. Also ich weiß noch, es gab einen Sommer, da hatte ich Praktikum in der wissenschaftlichen Bibliothek gemacht. Und jeden Abend oder Nachmittag, wenn ich Feierabend hatte, hat das so gewittert und geschüttet, dass ich immer noch warten musste, bevor ich zum Auto gegangen bin. Das war auch nicht toll. Aber ich finde, dass im Sommer ist das dann halt wesentlich cooler, wenn das nachts ist oder abends, dann sieht man halt wenigstens auch was davon. Ja, jetzt, und das so Sommerregen tut dann auch immer so gut. Das riecht dann auch so gut. Ja, ich liebe das. Wir hatten letztens in meinem Heilpraktiker für Psychotherapie-Kurs, mussten wir, also es gibt ja so verschiedene Wahrnehmungsformen, ob du jetzt eher auditiv bist, also dich eher so eher durch Hören Sachen aufnimmst oder durch Sehen. Oder eher so kinästhetisch durchfühlen. Und je nachdem ist auch immer deine Sprache geprägt. Also du benutzt dann halt auch eher öfter Verben, die mit Sehen zu tun haben, hören oder so. Es ging halt einfach um Kommunikation, dass wenn du halt später Patienten hast, die dann halt zum Beispiel ein anderer Typ sind als du, dass dann einfach nicht so eine Wellenlänge für die Kommunikation entsteht. Deswegen sollten wir da so ein bisschen unsere Wahrnehmung schulen, ob wir jetzt eher so mit Hören oder mit Sehen oder mit Fühlen. Gibt's auch Schmecken? Ja, es gibt auch gustatorisch und olfaktorisch, aber das ist halt dafür jetzt eher irrelevant, das zählt dann zum Fühlen mit. Okay. Aber da wurden halt auch immer so Begriffe vorgelesen und dann musstest du halt immer sagen, welchen Sinneseindruck du damit in Verbindung bringst. Und einer war auch Regen und ich habe auch gesagt riechen und das konnten die gar nicht nachvollziehen. Hät? Ja, ich finde auch, das ist doch ganz logisch. So eine geile, nass geregnete Erde. Man riecht doch auch, wenn es regnet. Ja. Ja, aber für die also, war das halt also, eher Hören oder so, aber ich fand das eindeutig also, riechen. Aber ich würde sonst sagen, bin ich eher auch der visuelle Typ, würde ich mal behaupten. Ich muss Dinge erstmal sehen oder kann mich halt auch mehr an, also bildlich daran erinnern, als wenn man, ja, keine Ahnung. Wenn mir jetzt irgendjemand einen Namen sagt oder sowas, dann denke ich so, Ja, hören war bei mir auch am allerwenigsten ausgeprägt. So, wer wollte eigentlich jetzt hier diese Quest haben? Ach, der Bürgermeister. Lecker Sinopret. So, wo ist der Bürgermeister jetzt um diese Zeit? Bestimmt bei Marnie. In der Kneipe? Nö, nicht in der Kneipe. Ah, da war Lea jetzt. Aha. Geht's mal bei ihm zu Hause gucken. Ich glaube, der ist bis 21 Uhr auf. Da ist er. Yay! Lauf, Bursche. In der Lauf, Bursche. Laufboy. Wow, wie viele Bäume jetzt hier im Gewächshaus sind. Ich war lange nicht mehr hier drin. Müssen nur noch alle wachsen. Wahnsinn. So. Wo
gehen wir mal wieder zurück. Ich muss noch meine ganzen Taschen leeren hier. So, wir haben jetzt 4 komplett gefüllte Holzstapel. Nice. Hast du eigentlich schon gesehen, dass man jetzt hier in seinen Schubladen auch Klamotten und sowas hier lagern kann? Schubladen? Nee. Mhm. Das habe ich noch nicht gesehen. Ups. Zeig ich dir gleich mal. So. Heute dürfte es auch noch mal ein bisschen mehr Kohle geben. Haben nicht ordentlich hier Dinge verkauft. Cranberries. Nice. Wo sind Schubladen? Du hast gar keine. Oder wir haben gar keine. Ich habe keine. Shit. Ja, eigentlich gibt es Schränke, wo man dann Sachen reintun kann. Müssen wir Schränke kaufen. Sieht wohl so aus. Fischfokus, ja. Weißer Thunfisch. Morgen habe ich. Nee, heute habe ich besonders viel Glück. Tja.